letzten Mittwoch, einer Bundesratssitzung, steht der Berset plötzlich auf, holt mit der Faust auf das Pultli und ruft, wir sollten. Simonetta Sommaruga, die neben ihm hockt, erklüpft und fragt, was ums Himmels Willen sollte man denn auch alle? Und der Alain antwortet, wir sollten schauen, dass die Armen nicht noch ärmer werden. Wir sollten nicht gerne nur sagen, was man sollte. Wir sollten machen, was man muss, korrigiert der Burkhalter. Zuerst muss man wissen, was man will, meint der Schneider Ammann. Können sollte man ja auch noch, gibt Evelyn Wittmer Schlumpf zu bedenken. Wollen wir nicht einfach mal wollen, resoniert Doris Leuthard. Oder Maurer, der an seine Kampfjets denkt, resümiert, tun wir jetzt doch endlich. Und dann tun sie. Sie machen eine Lagebeurteilung und darauf eine Standortbestimmung. Und daraus entsteht ein Leitbild mit Leitmotiv und Leitsätzen. Aus diesem Leitbild entwickeln sie ein Anforderungsprofil und der Burkhalter schreibt ein Strategiepapier. Und dann setzen sie unter dem Vorsitz von Wittmer Schlumpf eine Arbeitsgruppe ein und die macht einen Entwurfsversuch. Und dann setzen sie unter dem Vorsitz von Sommaruga einen Planungsausschuss ein und der macht einen Zwischenbericht. Und dann setzen sie unter dem Vorsitz von Leuthard auch noch einen Gesamtprojektausschuss ein und der macht ein Gesamtprojekt. Aus diesem Gesamtprojekt entsteht fast von selber ein Konzept und dann muss man nur noch einen Aktionsplan haben, der die Grundlage ist für ein Massnahmenpaket. Und jetzt hockt Bundeskanzlerin Corina Casanova her und schreibt das Massnahmenpaket für einen sozialen Ausgleich zwischen den Reichen und den Armen ins Reine. Denen, die nichts haben, schreibt sie. Denen, die nichts haben, nehmen wir auch das noch und geben es denen, die alles haben. Denen, die alles haben, nehmen wir alles und geben es denen, die nichts haben. Dann haben die, die alles hatten, nichts mehr und die, die nichts hatten, alles. Und jetzt wissen die, die alles hatten und jetzt nichts mehr haben, wissen die, wie das ist, wenn man nichts hat. Und die, die nichts hatten und jetzt alles haben, wissen, wie das ist, wenn man alles hat. Und jetzt geben die, die nichts hatten und jetzt alles haben. Denen, die alles hatten und jetzt nichts mehr haben, jetzt geben die denen die Hälfte von allem. Und jetzt hat niemand mehr alles und niemand mehr nichts und alle haben genug. Dann haben wir noch die, die zu wenig haben und die, die zu viel haben. Denen, die zu viel haben, nehmen wir das, was sie zu viel haben und geben es denen, die zu wenig haben. Und jetzt hat niemand mehr zu viel und niemand mehr zu wenig und alle haben genug. Wenn jetzt aber die, die alles haben und die zu viel haben, nicht wollen, dass man denen, die nichts haben und denen, die zu wenig haben, das gibt, was sie brauchen. Was denn? Fragt der Schneider Ammann, der ein Herz hat für die, die alles haben und die zu viel haben. Dann müssen wir halt warten, sagt der Berset, der daheim eine Gesamtausgabe von Marx im Büchergestell hat. Dann müssen wir halt warten und dann kommt dann schon mal die Zeit, wo die, die nichts haben, von denen nehmen, die alles haben, und die zu wenig haben, nehmen es von denen, die zu viel haben. Und wir im Bundesrat müssen dann nur noch schauen, dass die, die nichts haben, denen, die alles haben, nicht gerade alles nehmen, und dass die zu wenig haben, denen, die zu viel haben, nicht zu viel nehmen. Wenn man denen, die zu viel haben, argumentiert Sommaruga, wenn man denen etwas mehr nimmt, dann hätten sie gerne noch mehr als genug. Und wir können denen, die zu wenig haben, geben, was sie brauchen, für das sie genug haben. Denen, die zu wenig haben, geben, was sie brauchen, überlegt sich der Maurer. Wenn man diesen Grundsatz konsequent umsetzen würde, denen, die zu wenig haben, geben, was sie brauchen, dann könnten wir den Grippen gleich noch kaufen.